Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die Alpha 16 auf Bugatti Gaming. Wir spielen War of the Walkers Mod und sind gerade wieder in der Bunkerbasis. Ich habe ein wenig an der Verkabelung ein bisschen rumgebastelt zwischen den Episoden, da mal geschaut, dass wir das Ganze mal ein bisschen verstecken. Altbewährtes System, schräg oberhalb die Verteiler gesetzt, damit kann man die Deckenlampen anspeisen. Und die Wandlampen, da kann man dann eine Luke draufsetzen, dann sehen wir das nicht. Und wir haben keinen Kabelsalat. Jetzt hat man da Andreas dankenswerterweise ein paar Infos geschickt. Und zwar das Zombination hat da einen Mod gebastelt. Unter anderem, der hat ein bisschen auch an seinen Config-Files rumgewerkt und neue Rezepte eingefügt. Und das möchte ich euch mal zeigen, mal demonstrieren, was wir da Schönes dazu bekommen. Nämlich ein neues Rezept für so eine sogenannte Junction Box. Ich habe da mal eine gebaut. Schauen wir uns das mal kurz mal an. Es gibt da zwei Varianten. Eine schaut wirklich aus wie eine Junction Box. Und eine kann man irgendwie quasi in Betonvariante bauen. Betonklotz-Variante. Ich zeige es mal jetzt, schaut aus wie ein Betonklotz. Das heißt, den könnte man theoretisch da oben rein setzen. Und zwar will ich ihn mal, ja, setzen wir einfach mal daher. Ja. Und dieses Teil funktioniert quasi wie ein Kabelverteiler. Mit anderen Worten. Wo haben wir denn die Hauptleitung? Wir gehen einmal von dem Verteiler. Das ist ein Standardverteiler. Gehen wir mal darüber. In diesem Betonklotz. Und können quasi dann hier die Lampen ansteuern. Wie cool ist das denn? Oder? Damit sparen wir uns diverse Konstruktionen. Wir können einfach so einen Junction Box verwenden. Wenn euch das interessiert, kann ich das natürlich auch in einen Mod umwandeln, jetzt wo ich weiß, was er gemacht hat. Das ist echt eine Hexerei. Er macht eigentlich ein neues Rezept, das habe ich auch schon mal gemacht, habe ich auch mal gezeigt, kurz mal demonstriert, was er machen kann mit den Rezepten. Mit dem Bergbauhelm habe ich das gemacht, wo ich quasi gesagt habe, okay, ich möchte einen Militärhelm auch in einen Bergbauhelm umbauen können. Und was im Prinzip in dem übrigens im War of the Walkers ja auch geht, wo man jeden beliebigen Helm mit einer Lampe ausstatten kann und seinen Bergbauhelm verwandeln kann. Und der hat einfach das Ähnliche gemacht. Einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach einen Verteiler und lasse es ausschauen wie ein Betonklotz. Also, coole Sache. Besten Dank an Andreas, dafür, dass er uns das gezeigt hat. Kann ich jetzt entsprechend hier verwenden. Ich habe jetzt einfach diese XML-Daten einfach hinzugefügt. Wenn euch das interessiert, kann ich euch die Infos geben oder ich bastel selber einen Mod draus. Ist nicht schlecht, weil wir durch einfach, ja, neuen Baustein haben, ne, der einfach uns das Ganze ein bisschen erleichtert. Wobei, wir haben es oben auch gelöst mit den Metallplatten, aber das ist eine andere Möglichkeit, wie man sich so behelfen kann. Gut, so viel dazu. Ich bin noch ein bisschen umsortiert. Den Ausrüstungsteil hierher und den Bauteil eigentlich eher daher, damit uns eigentlich schön getrennt, dass wir nicht ständig hin und her rennen müssen zwischen den beiden Seiten. Aber mir war es wichtig, dass es einfach ein bisschen übersichtlicher wird mit der Zeit, weil ja, wir haben schon ein bisschen gekämpft. Ja. Ein bisschen gekämpft, sagen wir es mal so. Und so haben wir einfach ein wenig mehr den Überblick, wo haben unsere ganzen Ressourcen und das Ganze ist ein bisschen schöner. Übrigens Zement, ja, jetzt mit Z auf Deutsch, nicht auf Englisch, wenn wir so eigentlich einheitlich schreiben. Ne? Sollte man auch bedenken. So, Schmelzen haben wir jetzt da. Und was mache ich mit dem Teil da, mit der Zigarre? Ich weiß es nicht. Fragt mich was Leichteres. Übrigens, ja, richtig, danke auch für den Hinweis mit den Rezepten von diesem Werkzeug. Wenn wir dann die anderen Crafting-Rezepte machen, müssen wir das quasi im Inventar, also wir müssen quasi erstens das Inventar bauen, was wir im Inventar bauen können, und das andere Zeug müssen wir dann quasi zuschauen, wie das gebaut wird in der Werkbank. Also ich glaube, das macht man nicht, aber ja, gut zu wissen, weil sonst hätte ich das probiert und hätte mir gedacht, hey, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Ja, also vielen, vielen Dank für die entsprechenden Hinweise, weil das sind so Sachen, ich meine, da muss man mal drauf kommen. Ja. Das ist halt nicht ganz logisch. Nicht ganz logisch, wie das gelöst ist. Aber okay, beschweren wir uns nicht. Trotzdem sehr cooler Mod. Gut, was machen wir heute Schönes? Naja, ich habe mir mal auch die ganzen Kommentare durchgelesen und noch mal einige Sachen ausprobiert bezüglich der Konstruktion. Es ist so, dass wir hier oben diesen Käfig bauen
Kann man schnell mal die Waffe rausholen. So, und nehmen wir Bumbolzen mit. Nehmen wir keine Bumbolzen mit, ich glaube schon, oder? Wir brauchen schon was zum Sprengen. So. Okay. Wir machen uns mal gerade ein bisschen auf Wanderschaft. Haben wir Repair gibt's mit. Jawohl, Treibstoff auch. Passt. Das muss ich noch ein bisschen besser verkabeln. Ja, also klar, da kommt dann ein Generatorraum. Hauptstromleitung, Schalter, etc. etc. Ihr wisst ja. Ich zeige euch mal, was ich hier oben noch ein bisschen getüftelt habe. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir oben die NPCs in den ersten Stock bringen wollen. Wie wir das jetzt genau bauen, schauen wir uns noch an. Also wir haben jetzt schon einige Varianten besprochen. Also die eine wäre eben ja, Gitter, nur Gitter, gemischt mit Metal Trussing Blöcken, mit schusssicheren Scheiben und alle anderen möglichen Kombinationen davon. Da schauen wir sich dann an, wir müssen uns mal erstmal Ressourcen besorgen. Ein Kommentar meinte noch, die NPCs laufen nur in drei Felder hohen Räumen. Das hat mir natürlich etwas Kopfzerbrechen bereitet, weil die Konstruktion war eben auf Höhe 2 ausgelegt. Aber ich habe es getestet, es geht definitiv. Sie laufen auch unter diesen Gitterstäben drunter, wenn es da 2 hoch ist. Also wir können uns auf jeden Fall so bauen. Wie genau, schauen wir sich an. Aber jetzt müssen wir sowieso erst einmal das nötige Baumaterial besorgen. Denn uns geht langsam alles aus. Also wir haben kein Blei mehr. Wir brauchen wieder mehr Schwarzpulver. Wir brauchen Eisen. Das kostet eine Menge Material. Beton sollten wir auch ein bisschen mehr produzieren. Dann werden wir das Ganze oben verkleiden. Den Keller werden wir ausbauen. Also ja, brauchen wir einiges. So. Schubtiwupp. Würde ich mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Kommt noch mal schnell das Minibike. Hast du Treibstoff? Ja. Bist du leer? Ja, brav. Wo fahren wir überhaupt hin? Eine gute Frage. Nächste Frage. Einfach mal in die Pampa. Oh, die Pilze sind übrigens ausgewachsen. Einfach mal in die Pampa. Und schauen wir mal, was wir finden. Ein Felsenfeld wie... Das wäre nicht schlecht. Und ja, da ist so wieder irgendein Survivor. Wenn wir die Augen offen halten, falls sich wieder einer in der Nähe unseres Hauses rumtreibt. Ansonsten werden wir die zwei Damen vom anderen Ende der Stadt herholen. Können wir machen, wie gesagt. Nur eine kleine Aufwandsgeschichte. So. Vielleicht werden wir dann zwischen Episoden machen, also. Kein Problem. Wir kriegen unsere WG schon zusammen. Aber jetzt nur mal schauen. Über die Rohstoffe, die wir haben. Für den Anfang werden wir nochmal ein paar Felsen mitnehmen. Und ja, wir könnten uns auch eine Mine anlegen. Dann müssen wir entsprechend eine Stelle finden. Das ist gar nicht so leicht. Also am ersten, hoppla, im Wasteland, da müssen wir schauen, wo wir Wasteland finden. Da wurde mir ja schon Übles darüber berichtet, dass es hier Banditen gibt. Mit anderen Worten, das ist eine gefährliche Kiste. Das heißt, das werden wir auch angehen. Aber sollten vielleicht die Ausrüstung noch an den Spur verbessern. Scharfschützen gibt der Hammer, brauchen wir Munition dafür. Die Rüstung können wir noch ein bisschen verbessern. Aber das geht mit den Felsen eigentlich recht gut. 500, 300 Blei. Ah, hätte ich gern mehr, aber müssen wir ins Waldbiom eigentlich schauen, da findet man Bleiadern. Oberirdisch auch. Blei brauchen wir nämlich auch eine Menge für die Fenster. Richtig. Das vergisst man immer wieder, wie viel wir da verbrauchen. Sand eigentlich auch. Unmengen an Sand. Das ganze Glas müssen wir ja auch irgendwo herstellen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Bleiadern finden. Und ja, wenn man sie sucht, findet man sie wieder nicht. Und ja, ich schaue gleich auf die Karte im Moment. Gibt es nur noch eine Minute. Okay, nein. Da ist kein Waldbiom mehr. Ah, Bäume, Hilfe! Was ist das? Eisen. Okay. Halt das. Ich hätte nach dem Weg fragen sollen. Ah, okay. Schauen wir mal.
Ja, seht ihr irgendwelche Schlüssel? Ja, da unten sind welche. Oh ja. Südwesten. Aber das ist im Schneebiom. Aber im Schneebiom würde eigentlich heißen Kohle. Oder? Am Vanille haben sie es auf Kohle geändert. Spannende Frage, was ist es hier? War of the Walkers. Da sehe ich was. Ist das die Ader? Ja, das ist die da links. Und vor uns müsste auch eine sein. Direkt vor uns. Das wird die da hier sein, nehme ich an. Haben wir einen Frozen Larry? Das ist Kupfer. Ja, Kupfer ist auch nicht schlecht. Können wir in der Chemiestation verarbeiten. Da oben ist der Survivor. Upsi. Upsi. Dann schauen wir mal da kurz. Moment. Ah, Eisen. Da ist Eisen drunter. Na, nehmen wir mal ein paar Boulder mit. Und da und dort, wo ich ein bisschen was rausragen sehe aus der Erde, testen wir einfach mal. Vielleicht findet man eine Nitradader. Ansonsten, ja, kennt's mich ja. Ansonsten machen wir das auf die rabiate Tour. Dann werden wir uns vom Mittelpunkt der Erde durchgraben im Wasteland. Und auf die Art lösen. Geht auch. Noch mit. Ah, da haben wir noch mehr. Sehr gut. Kommt alle her. Dann drehen wir einfach eine größere Runde und schauen uns ein bisschen um. Schauen wir, welche Blumen wir noch in der Nähe haben. Gucken wir mal. Savanne haben wir da. Da ist Wald. Wald. Richtung Nordosten. Und nur ein Waldstreifen, dummerweise. Weil da gibt es Bleiadern an der Oberfläche. Da ist eine Menge. Ja, eine Menge Felsen. Gut, die Felsen finden wir überall. Blei, pures Blei würde mich interessieren. Da brauchen wir einfach wirklich, wirklich, wirklich viel. Ah, da ist wieder Kupfer. Ja, halt, ja, nehmen wir das. Upsi. Und, Dude, ich hoffe, du hast den Mantel mitgenommen. Hast du an den Mantel gedacht? Nein, hast du nicht, Dude. Nachsicht. Also, wenn mich verflucht halten, den Mob. Das ist das Problem. Im Auge behalten. Wald müsste gehen, aber Schneebiom ist keine gute Idee. Ah, da sehe ich nicht wirklich was. Ah, Richtung Westen. Wir könnten Richtung Westen mal düsen. Ja, machen wir mal eine Schleife Richtung Westen raus. Wir müssen dann auch in der dritten, in der nächsten Woche dann einfach mal mehr Gebiete erforschen. Dann schauen wir uns dann nach Wasteland-Gebiete an, entsprechend mit ein bisschen besseren Ausrüstung auch. Wenn wir entsprechend nochmal ein bisschen mehr Free-Roaming machen, wenn die Basis mal fix hier fertig ist. Wenn wir da mal mehr Zeit dafür investieren, da ist schon wieder ein Survivor. Da ist noch ein Survivor, hallo. Da wimmelt es ja von den Jungs und Mädels. So, schauen wir einfach mal da ein bisschen weiter rüber. Und ja, Moment, haben wir nicht das X für den Ton da irgendwo? Ich meine, ich weiß, wir können den Ton überall abbauen. Weil ich gerade dran denke. Das X da sehe. Nehmen wir auch gleich da wieder was mit. Schon mal da sind in der Tongrube. Ja, das ist Erde, bra. Nehme ich dann ganzen Layer einfach raus da. Und schon wieder Level up. Ah, das geht wirklich flop. Ah, die Bohrer. So, ah,
das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, ja, dann ist der Ton leer. Ist schon zu Ende und dann kommt schon Erde raus. Jetzt haben wir jetzt quasi wirklich den abgegrabenen Bereich. Okay, passt schon. Und wieder Vorräte für mehrere Wochen angelegt. Das passt. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwo in dem Bereich hier Blei finden. Blei. Blei, Blei, Blei. Zum Glück ist auf die Marker können wir uns in dem Mob nicht so verlassen. Weil es eben auch Eisen gibt oder eben jetzt Kupfer. Was auch okay ist, ja, aber wir wollen Blei. Ja, und da und dort werden wir einfach mal Testbohrungen machen. Also auch Eisen. Ja, immer mal ein bisschen Schotter sehen. Was für eine Ader es da drunter gibt. Oh, ein Hund. Ein wilder Hund. Lecker Schmecker. Mal schauen wir mal ein bisschen weiter. Schatz. Sollen wir den Schatz mitnehmen? Ah, zwei Schätze in der Nähe. Wisst ihr was? Holen wir uns den westlichen. Dann können wir gleich die Karte ein bisschen weiter aufdecken. Und schauen, was der Schatz so im Sichten hat. Vielleicht ein Wasteland-Biom aufdecken, wer weiß. Haben wir noch keins gefunden. Mal schauen, wo es da eins gibt. Aber wir haben uns noch nicht wirklich viel bewegt, also relativ standorttreu wie üblich. Aber wir haben bis jetzt eigentlich alles gefunden, was wir brauchen. Bis jetzt, jetzt müssen wir langsam überlegen, okay. Wo kriegen wir die Ressourcen her? Noch ein Survivor, da ist schon wieder Kupfer. Ja, eine Mine wäre schon langsam verlockend, wenn wir das so anschauen. Jetzt holen wir uns mal den Schatz da. So ein bisschen Abwechslung reinkriegen, nicht nur Steine kloppen. Und dann schauen wir mal, weil an und für sich hier müsste es auch Blei geben. Da können wir dann mit der Karte dann ein bisschen mogeln und nachschauen, wo das denn sein könnte. So, du bist ein Waldlandschatz. Nein, Graslandschatz eigentlich. Grasland, ja. Okay, dann soll recht sein. Da haben wir auch wieder Eisen. Ja. Das Eisen kriegen wir überall. Speziell in der Stadt und den ganzen Regalen. Am leichtesten eigentlich zum Farmen. Na gut, am Hügel. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Okay. Naja, da ist er. Na gut. Was ist denn das für eine Ressource? Auch wieder Eisen. Alles Eisen. Na gut. Haben wir es mal da. Inventarblatt. Graben wir mal einen Schatz. Altbewährte Taktik. Und nur schauen, ob irgendwo unten etwas finden, eine Ader. Wenn wir mal eine Mine anlegen. Aber ich denke, eher im Wasteland. Eher im Wasteland. Na, wo bist du? Wo hast du dich? Wuppdiwupp. Nummer 2. Okay. Kein Problem. Also. Okay, 5 Medikits, ja, der Rest ist eher zum Vergessen.
Ja. Ah, das ist wirklich zum Vergessen. Na gut. 5 Medikits sind okay. Sind okay. Können wir brauchen. Haben wir nicht viele. So, machen wir mal ein bisschen Platz. Holz sollte man auch mitnehmen, richtig, was ich dran denke. Max, die Kettensäge eingepackt. Okay. Na, dann schauen wir mal. Nehmen wir das gleich mal aus, ein gutes Stück. Haben wir jetzt ja letztens gepimpt. Okay, ganz gut. Haben wir dann auch schon mal eine bessere bauen können. Gleich die Diamantaxt, die muss ich mal reparieren, aber. Ja, geht auch. Geht auch, geht auch. Schon die Ohren. Dann muss noch ein paar Bäumchen mit, weil wir brauchen noch die Brennmaterialien. Und ich, ja, ich sehe. Der ging daneben. Der aber nicht. Wupp, wupp. Okay. Eine Menge Survivor, gell? Der 5., 6. den wir heute treffen. Schauen wir uns einfach ein bisschen um der Gegend. Was haben wir da? Ein Haus. Ja, Waldbiom. Ah, dann fahren wir mal Richtung Süden da runter. Und da ist wieder so eine Kupferader. Und was ist das da hinten? Da ist noch. Ja, da sind sogar zwei davon. Ist auch nicht schlecht. Da können wir im Chemielabor damit Messing herstellen. Nehmen wir mit. Aber Blei. Blei ist relativ selten an der Oberfläche. Weil die quasi gemischt sind. Das ist logisch. Die Anzahl der Spawns scheint gleich geblieben zu sein, aber es spawnen einfach andere Ressourcen. Ja, da sind wir mehr denn je auf die Felsen angewiesen. Oder wir machen eine Bleimine. Blei-Nitratmine wäre super, ja. Dann müssen wir schauen. Wir können es natürlich immer wieder hier in der Gegend probieren. Zum Beispiel hier ist wieder so eine Stelle. Da ist auch Eisen. Es ist die Frage, ob dieser Mod War of the Walkers auch die Beschaffenheit des Terrains verändert. Das kann sein, das weiß ich nicht. Tatsächlich viel Eisen. Alles Eisen. Und die Augen offen halten. Waren wir hier schon? Nein, das ist eine neue Stadt. Das ist eine komplett neue Stadt. Oder ein Dorf, würde ich das eher nennen, oder? Ein großes Dorf. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Mhm. Die Schrott-Siedlung gibt es hier. Oh ja, das ist groß. Ho! Das ist doch eher eine Stadt. Na, fahren wir mal durch, decken wir mal alles auf. Schauen wir uns ein bisschen um. Fabrikshallen gibt es da. Apartmentgebäude. Ah, unser Forschungslabor, sehr schön. Naja, ziemlich groß. Wir haben sie aus der Ferne mal markiert, die Stadt, ja. Da wachsen Kartoffeln, da wachsen Blumen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir könnten uns Sand mitnehmen, ja. Mhm. Fürs Glas. Und dann könnte man ja hier in dem Biom ein bisschen buddeln. Könnten wir, ja. Ich weiß gar nicht, was gibt es in der Wüste für Ressourcen. Spannende Frage. Fahren wir ein bisschen rum und schauen, was wir da für Ressourcen finden. Da ist, glaube ich, was. Ja, ist auch wieder Kupfer.
Und da ist eine Crate, eine Versorgungscrate. Okay. Ja, also Messing. Wie viel haben wir da jetzt? 200, ich glaube, wir haben noch was in der Minibike. Definitiv haben wir noch was in der Minibike. Das kann nicht alles sein. Nochmal ein paar tausend Einheiten Sand mit. Davon brauchen wir jetzt wirklich viel für die ganzen Glasfenster, für den Beton. Da haben wir Eisen, glaube ich, ja. Ja, nehmen wir es auch mit. Upsi. My bad. Okay. Naja, gibt es ähnliche Ressourcen. Mine wird vielleicht wirklich ein Thema, also wird hundertprozentiger Thema, weil im Moment finden wir nicht genug Blei. Es sei denn, ja, wir klopfen hunderte von den Felsen. Klar. Sechstausend. Noch ein paar mit. Okay, dann schauen wir, vielleicht findet man da irgendwo eine geeignete Stelle. Das nehmen wir vielleicht auch mit. Ah, so. Können wir da? Ja, können wir, theoretisch. Ja, können wir. Shotgun Stock. Okay. Weil das ist eigentlich spannend, wenn wir in der Wüste eine Mine anlegen, weil Wüste bedeutet natürlich Sand und Stein in Hülle und Fülle, die wir nebenbei abbauen. Und selbst wenn wir nichts anderes finden, wäre das immer hier mal ein Start. Wäre ein Start. Schauen wir mal, ob wir eine Stelle finden, die uns interessiert. Das Eisen nehmen wir mal schnell mit. Die spannende Frage ist, ob wir da eine Schotterstelle überhaupt finden. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es das in der Wüste so offen gibt oder einfach runtergraben. Ja, kurz oder lang findet man was. Ja, machen wir das bitte mit der Axt. Wieder ein Stockteil, okay. Aha, Nitrat. Also Tone Layer gibt es, ja, das ist klar. Aber gibt es einen Shotter Layer? Ansonsten machen wir mal ein Experiment und buddeln uns einmal einfach runter zum Grundgestein. Mit dem Bohrer, mit dem Sand, sind wir in 2 Minuten unten. Welche Höhe haben wir? Minus 14, ja. Wir sind auf der untersten Ebene. Ja, da geht's. So. Bei den Boxen sagen wir nicht nein. Okay. Doch, wir sagen zu dieser Box nein. Okay. Naja. Im Dunkeln ist überhaupt gut munkeln, ich weiß. Wir könnten uns mal die niedrigste Stelle suchen, die wir finden. Das wäre mal ein Anfang. Minus 25. Ja, weiter runter kommen wir sicher nicht mehr. Und dann könnten wir uns einfach mal senkrecht da reinbuddeln und schauen, was passiert. Da hätten wir noch einmal Eisen. Also das ist... Na, das ist nicht Eisen, das ist Kupfer. Kupfer finden wir jetzt wirklich viel. Das können wir schon mal so sagen. Dafür finden wir jetzt weniger Blei. Eieiei. Okay. Ja, ich meine, haben wir Material für den Nerdpool. Lass mich das
nochmal schnell verstauen, weil ja, im Sandgraben ist auch natürlich sehr gefährlich. Ihr wisst, wegen Einstürzen. So, was haben wir da Schönes? 3, 4. Okay-ish. Probieren wir es einmal. Mehr als dass wir uns einbuddeln, kann nicht passieren. Machen wir noch ein paar mehr. So, machen wir das mal vorsichtig. Wir haben uns in der letzten Staffel einmal damit erledigt. Kein Witz. Wobei, da nehme ich nach wie vor den Protest ein, weil das. Weil es ein Sandkrümelchen aus 2 Meter Höhe auf uns drauf, nicht einmal aus 2 Meter Höhe, also ungefähr 1 Meter Höhe auf uns drauf gefallen und das hat uns erledigt. Aber okay, ist okay. Dementsprechend treffe ich da so ein bisschen Vorkehrungen. Mach da mal ein bisschen einen Gang, ja, also da wird richtig schön eingepasst haben. So. Sogar etwas größer als notwendig gemacht, aber das passt. Und da können wir uns ja quasi runterbuddeln. Machen wir vielleicht eine Leiter gleich. Engine Tension. Da keine Klagen kommen. Oh, eigentlich 1000 Stück. Wie wär's mit. Wie viel sind wir? Minus 27. Dann brauchen wir nicht mehr als 30 Leitern. Da sind wir gleich am Grundgestein unten. Deswegen haben wir ja die niedrigste Stelle gesucht, die flachste. Und dann haben wir Frames und Leitern. Und einen Hedge könnte man noch brauchen. Sonst da kein Zombie am Kopf fällt. Erstens die Erde, der Sand nicht am Kopf fällt und zweitens die Zombies nicht am Kopf fallen. Ja. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ernsthaft? Snappst du da nicht? Okay. Whatever. Okay, Testgrabung. Vorsichtig, nicht die Beine brechen. Erster sind wir. Jetzt können wir quasi sehr behutsam. Ja, da ist was, da ist Ölsand. Richtig, Dude, da war doch was mit Wüste. Tanksten, nein, das ist Tanksten. Und Ölsand, okay. Nicht schlecht, ein Anfang. Da ist Blei. Bingo! Das nenne ich mal Jackpot. Wir müssen höllisch aufpassen. Ich bin mir nicht sicher, wie stabil das ist. Ja, da haben wir einen Jackpot. Leute, da haben wir einen Jackpot. Da ist alles. Ölsand, Blei, Tungsten war da dabei. Eisen. Na, aber hallo. Da ist wieder der Angst. Also mit Antwort ja, die haben auch den Spawn unterirdisch verändert. Das ist nicht nur oberirdisch die Nodes. Das verändert auch die Zusammensetzung des Materials. Nicht raten, das ist Diamant. Nein, das ist Silber. Okay, cool. Na, nicht schlecht. Damals Glück gehabt. Genau eine gute Stelle erwischt. Okay, Tungsten, Silber, Eisen, Blei wäre mir eigentlich fast lieber, aber ja. Vielleicht kriegt man mal was. Gold, aber hallo. Na, da haben wir aber Glück gehabt, wirklich mit der Zwergennase, ha?
Na, hallo, hallo, hallo. Was haben wir denn da alles Schönes? Nicht schlecht. Blei, soweit das Auge reicht. Sehr schön. Ja, Leute. 1200 Blei, Gold, Silber, Eisen, Tungsten. Das haben wir wirklich gut erwischt. Bin mir nicht sicher, ob das repräsentativ ist. Das werden wir im Laufe der Let's Play herausfinden. Spricht zwar das Glück, oder ist es generell unterirdisch sehr voll mit dem Zeug? Mal rausfinden. Aber das ist auf jeden Fall mal eine gute Stelle. So oder so. Mehr Treibstoffe bringen sollen, ja. Okay, aber ist nicht schlecht. 2000 Blei, 2000 Blei und 2000 Blei. Wir finden noch mehr. Zuzüglich zu allem anderen natürlich, selbstverständlich. Auch noch ein bisschen Blei. Immer so ein bisschen gemischt da, ja. Ein bisschen was links, ein bisschen was rechts. Gut. Gut, 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 gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Also müssen wir schauen, ob sich das wiederholen lässt, dieser Effekt. Ja, wenn sie einfach einen Nerdpool raufbauen lassen, muss ich uns eher. Ich kann uns eh nicht mehr wirklich rausgraben, da habe ich zu keinen nicht mehr genug Sprit. Dementsprechend müssen wir das eh so machen. Sonst kommen wir da nicht mehr raus. Also ja, wir können uns mit dem Messer zur Not rausgraben. Mit den bloßen Händen. Den Fingernägeln, wenn es sein muss, aber. Spaß beiseite. Das machen wir jetzt auf die Schnelle so. Schwuppdiwupp. Da wären wir wieder. Ja, okay. Ja, also. Nicht schlecht. Wir können mal hier eine Markierung machen für alle Fälle. Machen wir mal Blei. Tungsten. Eisen. Und was war noch unten? Richtig Ölsand. So. Ungefähr so. Und ja, ich könnte jetzt die chemischen Abkürzungen nehmen, aber bitte Leute. So viel Platz habe ich da nicht in der Eingabe. Geht sich hier nicht aus. Ja. Könnte man wieder vorbeischauen und natürlich alternativ noch andere Spots mal ausprobieren. Also das wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Das war jetzt also mal quick and dirty, einfach mal auf die Schnelle geschaut. Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Knapp 3000 Blei, ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, Tungsten, knapp 8,57, ein bisschen Eisen, sehr viel Ölsand. Können wir entsprechend auch wieder Treibstoff herstellen. Nicht, dass wir es jetzt wirklich brauchen, aber die Kombination ist nicht schlecht. Nicht schlecht, wir können das ja alles brauchen. Keine Frage. Und das Blei vor allem, danach haben wir gesucht. An der Oberfläche haben wir gerade mal 600 gefunden. Also wenn wir das alle zusammentun, ist das, glaube ich, eine anständige Ausbeute. Zuzüglich zum ganzen Sand und den Stein. Deswegen wollte ich es an der Wüste testen. Deswegen sind wir hierher gekommen. Weil ja auch der ganze Abraum, den wir hier weggraben, natürlich nützliches Material ist. Das heißt, ja, Hypothese ist belegt, würde ich mal sagen. Wir haben
glaube ich, da einiges an Ressourcen gefunden. Und dann lass uns zum Abschluss auch nochmal schnell rüberfahren, den Schatz bergen. 47 Grad, wir müssen auf die Temperatur achten, nicht zu lange in der Kälte sind, ich habe die Jacke vergessen. War da ein Wauwau? Ich glaube, da war ein Wauwau. Ja, ist ein Wauwau. Okay. Brauchen wir nicht. Lass mal den Wauwau sein. Holen uns noch schnell den Schatz. Also, wir werden das auf jeden Fall in den kommenden Episoden testen und mal öfters in der Wüste graben. Wenn es sich bewahrheitet. Also zum Vergleich, einfach finden wir beim nächsten Mal auch wieder so viele Ressourcen. War das einfach Glück? Oder ist es generell kein Problem, in Grundgesteinnähe Material zu finden? Wie dem auch sei, wir gewinnen auf jeden Fall, weil wir entsprechend Sand rausholen. Ja, Dude, wie wäre es mir doch vielleicht noch... Moment, ich könnte Folgendes machen, kann man nicht... Genau, das ist so. Ja, uns ein bisschen Treibstoff rausgeholt aus dem Minibike, weil haben wir genug drinnen. Sonst können wir den Schatz vielleicht nicht bergen, aber wir hatten eine schöne Reserve. So, Schneebiom, Temperatur. Ist kalt, ja. Da ist wieder Eisen. Vielleicht ist es generell so, dass in der Oberfläche eher Eisen zu finden ist. Nein, es ist auch in Vanille oder so. Ja. Aber normal gibt es auch andere Adern. Schule vorbei. Andere Richtung. Tatsache. Ach, also. Scheiße. Hast du mich erschreckt? Du hast noch nicht mal genug? Okay. Nein. Böse Sarah. Böse, ich hab schon gedacht, da kommt eine Wanderhorde. Deswegen bin ich da gleich aus der Grube raus. Zweifelsfalle. Sterben wir lieber aufrecht kämpfend als da unten im Loch. So, Schatz schon gefunden. Yeah, baby! Okay, Leute, wir können unser Minibike ein bisschen pimpen. Was haltet ihr davon? Zum Abschluss dieser Episode. Sehen wir mal an, Mindelbike Handlebars, 573er Teile, wobei unsere sind eh schon ziemlich gut, die haben wir auch gefunden. Ja, das sind ziemlich genau gleich gut. Max Steering Angle 10 Degrees, das ist gleich, einfach mehr Durability. Der Minibike sieht. Yeah, und da haben wir noch einen Kevlar. 8000 Trefferpunkte, 12.000, ne, das ist besser. Stahlchassis. Ja, ist besser, aber Damage Pass to Player ist nur 41%, das sind 55%. Können wir dann kombinieren? Aber wobei, Moment. 21! Ja, mit dem Tungsten-Chassis dann. Super, das heißt, ich kann fahren wie ein Beknackter, was ich eigentlich immer mache. dementsprechend wird dann weniger Schaden an uns übertragen. Reparieren wir das Teil gleich einmal. Und dann haben wir entsprechend unser Minibike so richtig gepimpt. Nicht schlecht. Okay. Ja, keine schlechte Sache. Zwei Schätze gefunden, etliche Ressourcen gefunden. Werde entsprechend in naher Zukunft dann wieder auf Ressourcenfarm-Tour gehen. Das wieder mal probieren. Vielleicht einmal im anderen Büro einfach zum Vergleich. Und schauen, was wir so an Ressourcen finden. Erstens mal, an der Oberfläche. Ist er da als Blei? Moment. Sehr gefährlich an der Oberfläche zu graben, vor allem danach. Vor allem, weil das dann einstürzen kann, aber das ist super höherisch. Kann man schnell. Ja, beiden. Bleib. Okay. Ja, also wie ihr seht, das funktioniert nach wie vor. Ich muss nur schauen. Was man an der Oberfläche findet. Da kann man auch in der Nähe der Oberfläche graben, wobei das tue ich sehr, 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 sehr ungern, weil
speziell Nacht ist das ein Himmelfahrtskommando und vor allem kann das einstürzen. Felsen, das ist eigentlich okay. Ja, na super. Dann werde ich noch ein bisschen weiter buddeln, Leute. Hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir noch ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr wissen wollt, wie es denn bei uns weitergeht. Morgen, denke ich, werden wir mal die ganzen Ressourcen nach Hause bringen und dann uns langsam auf die Horde vorbereiten. Schaut mal auf das Datum. Tag 27 ist angebrochen und 7 mal 4 ist 28. Das heißt, am morgigen Tag kommt dann die Horde. Na, dann sind wir schon mal gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.